Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Heute, an diesem Karfreitag, geht es um das Leiden in der Welt. Karfreitag, Kara kommt ja aus dem Germanischen und bedeutet Leiden. Und im Christentum wird der Kreuzigung Christi gedacht. Und dieses Leiden ist ja gerade in unserer Zeit sehr weit verbreitet. Es gibt viele Sorgen, viel Kummer, viele Nöte auf der Welt. Und ich werde auch immer wieder gefragt, ja, was hat das für einen Sinn, dieses Leiden auf der Welt? Es ist oft schwierig, aus meiner Sicht, diesem Leiden einen Sinn zu geben. Und ich möchte auch gar nicht versuchen, da eine Sinnhaftigkeit zu basteln. Denn oft passiert es ja so in der Esoterik und in so mystischen Geschichten, wo es ja dann heißt, naja, Leiden ist einfach so lange, dass wir eine Aufgabe lernen und dass wir uns weiterentwickeln und dass sich was verändert. Das mag ja eine nette Theorie sein, aber auf das will ich heute gar nicht eingehen, weil ich das teilweise gar nicht haltbar finde. Wenn man zu den Wurzeln geht, auch aus meiner Warte her, auch vom Energetischen her, ist Leiden ab einem gewissen Punkt nicht mehr vermeidbar. Und es gibt so, auch im Kabbalistischen, also in der jüdischen Tradition, so diese Annahme bzw. diese Aussage, und die finde ich sehr gut, dass die Welt Leiden ist. Das heißt, alles, was die Welt, die Schöpfung betrifft, ist eigentlich mit Leiden verbunden. Und unter diesem Blickpunkt, unter diesem Aspekt, leiden wir alle am Kreuz dieser Welt. Also so wie Christus am Kreuze hängt, hängen wir am Kreuz dieser Welt und leiden und tragen dieses Kreuz. Das klingt jetzt wie eine sehr negative Einstellung zum Leben, die ich überhaupt nicht vertrete. Aber es ist meines Erachtens nach wichtig, dass dir bewusst wird, wo beginnt denn das Leiden zu wirken. Und aus meiner Sicht vom Energetischen gibt es eben ein Zentrum, gibt es eine Mitte, in der sich jeder befinden kann, die individuelle Mitte. Und da ist man zufrieden, da ist man geerdet, da ist man sicher, da fühlt man sich wohl. Und je mehr man aus dieser Mitte rauskommt, umso höher wird der Leidensdruck. Das heißt, wenn du in einem Leidensdruck drinnen steckst, dann kannst du davon ausgehen, dass du aus deiner Mitte rausgekommen bist. Und jetzt ist diese Welt natürlich der Verführer, die Dualität, das Verzweifeln, also Zweifache in der Dualität ist es enthalten. Sobald ich in der Welt bin, in dieser Ich- und Du-Welt, in dieser Das-bin-nicht-ich-Welt, findet Verzweiflung statt, weil zwei Pole da sind. Und das andere ist einfach immer so dieser Leidensdruck. Und je weiter ich mich, wie gesagt, aus meiner Mitte entferne, umso größer wird dieser Leidensdruck, umso schwerer wiegt dieser Leidensdruck. Wie kannst du jetzt aussteigen aus diesem Leid? Das ist ja die Frage. Und das ist auch das, womit ich am meisten konfrontiert werde in meinen Sitzungen. Grundsätzlich, wie löse ich Leidensdruck, egal auf welcher Ebene, ob der körperlich ist, ob der psychisch ist, ob der systemisch ist. Es geht immer darum, die Leute wieder zu sich zu bringen, in diese Mitte reinzubringen. Und viele Leute, vielleicht geht es dir da auch so, schweifen ja immer wieder ab, die machen sich ja Sorgen und Gedanken um irgendetwas, was nicht in ihrer Hand liegt. Ganz brutal gesagt, ja, ich leide jetzt oder es tut mir leid, was jetzt in der Ukraine passiert hat, dann passiert da natürlich ein gewisser Leidensdruck. Dann gibt es natürlich Leute, die auch im Familiensystem sagen, na, es tut mir so leid, wie es meinem Kind jetzt geht oder ich mache mir Sorgen um mein Kind. Also ich gehe dann von meiner Energie her gesehen aus meiner Mitte raus und gehe zu jemand anderem hin und das verursacht Leidensdruck. Also je mehr ich aus der Mitte bin, umso mehr Leidensdruck geschieht. Und das ist auch das Symbol, oder wird auch so interpretiert, ist eben Christus am Kreuze, ist dieses, das an der Welt Leiden. Und es gibt da noch einen schönen Gedanken dazu, den ich auch immer wieder gerne erwähne, zum Thema Vergeben, weil es ja immer heißt, ja, das ist so christlich zu vergeben und jeder soll vergeben und dann ist alles gut. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Riesenfan des Allheilmittels Vergeben, aber ich möchte dir da noch einen Gedanken dazu geben. Denn als Christus am Kreuz hängt,
sagt er ja, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und was bedeutet denn das? Jesus hat am Kreuz nicht gesagt, ich vergebe euch, ja, ich vergebe euch, weil ihr mich ans Kreuz geschlagen habt und so weiter und so fort. Nein, im Prinzip sagt er, vergib du ihnen. Ich kann das jetzt nicht. Ich leide. Die haben mir Schmerzen zugefügt. Die sind dumm, sie sind kleingeistig. Sie sind grausam mir gegenüber gewesen. Ich kann ihnen nicht vergeben, aber bitte vergib du ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist eine sehr gute Geschichte. Das finde ich einen wunderbaren Ansatz auch zum Thema Vergeben, anderen vergeben. Wenn man sich immer in diese ich vergebe dir in diese erhöhte Position gibt, denn wenn ich jemanden vergebe, was mache ich denn? Ich stelle mich über den anderen drüber. Na? Also wenn ich vorher das Opfer war, na? Ich bin der Kleinere oder die Kleinere, dann über das Vergeben stelle ich mich eigentlich drüber. Wenn ein Kind den Eltern vergibt, macht es sich zum Größeren. Und das ist eine sehr ungesunde Dynamik, dieses sich über andere erheben. Deshalb finde ich diesen Punkt, dieses vergib du ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich kann es nicht. Ich bin zu sauer, aber ich weiß, irgendwo ist Vergebung, aber nicht bei mir. Dann kannst du das outsourcen, dann kannst du das ganze Thema quasi nach oben geben und findest so auch wieder mehr Frieden und damit auch wieder mehr in deine Mitte hinein. An diesem Karfreitag lade ich dich dazu ein, noch einmal zu überdenken, das Wesen der Welt, übers Leiden ein bisschen zu meditieren und auch zu schauen, dass sich der Leidensdruck, wenn du einen hast, Kummer, Sorgen, wie sich die lösen lassen. Und ein Tipp ist einfach, komm in deine Mitte, komm in dein Zentrum und schau einfach, dass du klar bei dir bist und du wirst merken, es kommt eine Heilungsenergie rein, es kommt eine Erleichterung rein. Wenn du alles das quasi einmal sein lässt, im Außen und ganz bei dir bist. Ein letzter Gedanke dazu, mein Abschlusstipp sozusagen, ist dieser Song von Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Das heißt für mich, die Welt hat immer schon gebrannt und sie brennt auch immer weiter. Und je mehr du versuchst, die Welt zu löschen, umso mehr Feuer wirst du sehen. Das heißt, verirre dich nicht, verzweifle nicht im Außen, bleib bei dir. Da ist alles, was du benötigst, um ein zufriedenes Leben zu führen, um ein erfülltes Leben zu führen. Und wenn du mal irgendwo feststeckst, wenn du mal Unterstützung brauchst, dann mach dir einfach einen Termin bei mir aus. Freut mich natürlich. Oder mach mal einen Workshop bei mir. Ich habe nächste Woche Sonntag die schamanische Ahnenarbeit. Ein sehr schönes Ritual wird da gemacht mit den Kursteilnehmern. Das findet live bei mir in Linz statt. Vielleicht interessiert es dich ja und du schaust mal vorbei. Ich wünsche dir eine schöne Osterzeit. Alles Gute. Hab gute Tage. Hab viel Freude, hab viel Zufriedenheit um dich, genieße hoffentlich das schöne Wetter und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Oliver Erreni aus dem wunderschönen Linz. Tschüss.